Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem Evoverse, die letzte Folge vom SummerSlam. Und auch hier nochmal der Hinweis, und zwar möchte ich einfach mal sagen, zwei Leute haben das Evoverse verlassen. Zum einen ist es der Punisher, der hat jetzt seit über einer Woche nichts mehr kommentiert, was ich halt auch sehr schade finde. Er war der aktuelle Money in the Bank Kofferträger von NXT. Und dann müssen wir uns vom Travis trennen. Also demzufolge ist jetzt, das ist mir auch sehr leid für den Death Psycho tut, demzufolge ist jetzt das letzte Tag Team, was gegründet wurde zu Staffel 2, ist jetzt Geschichte. Und ich sag's nochmal, es wird nie mehr in der Evoverse-Geschichte irgendwelche Stable-Gründungen geben, weil, wenn ich mal hochrechne, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stables wir hatten, aber es sind einfach mal locker 3 Stunden Arbeit gewesen, die jetzt für mich dadurch wirklich komplett für die Katz waren. Also ich musste die ganzen, die Einzüge einstellen, dann den Tag-Team-Move und wie das alles heißt. Und ja, der Einzige, der das, glaube ich, wirklich so ein bisschen nachvollziehen kann, wie es ist, ist der Hergi, weil der das ja mit den 0815 live macht für YouTube. Und ja, wenn man, wie gesagt, noch nie einen Universe-Modus eingestellt hat, dann hat man da gar nicht so wirklich dieses Gefühl für. Aber es sind wirklich einfach mal 3 Stunden, die dadurch jetzt für mich wirklich, jetzt kann man es offiziell sagen, komplett für die Tonne waren. Naja gut, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich werfe hier keinen raus, um die Leute zu ärgern, sondern es gibt die Regelung, wer eine Woche nicht kommentiert, der wird hier aus dem Evoverse rausgenommen. Ist mir auch dann ehrlich gesagt dann egal, wie lange die Leute schon dabei sind. Wir haben nämlich momentan wieder die Situation, dass wir eine Warteliste haben, wo ich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen möchte. Ja, und die Leute, die auf der Warteliste sind, das sind jetzt ein paar Leute, ich glaube 5 Stück oder so, die etwas hochgeladen haben, die werden dann jetzt auf jeden Fall auch geprüft und dann definitiv zur ersten Folge nach dem SummerSlam hinzugefügt, damit auch die Leute dann wirklich dafür belohnt werden, dass sie aktiv die Folgen schauen, dass sie kommentieren und eben dann auch bei den Premieren dabei sind. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in Raw rein, gucken, was in der letzten Folge vom SummerSlam passiert. Und ja, on the way to the ring. Wir starten Raw direkt heute mal mit einer Promo. Muss auch mal sein. Wenn ich schon kein Match habe, werden wir uns heute mal in eine Promo reinstürzen. Da sucht sich der gute alte Evo2K direkt mal das Mic. Aber was sagen wir denn als erstes hier? Nicht jeder... Ja, komm, nehmen wir das hier. Danke für die herzliche Begrüßung, WWUniversum. Aber ich muss heute gleich zur Sache kommen. Was ich zu sagen habe, passt vielleicht nicht wirklich zu mir, aber ich weiß, dass ihr mir zur Seite steht. Gut, das halte ich jetzt für ein Gerücht, aber hat sich gut angehört. So, was kommt als nächstes? Eigentlich ist der erste Teil der Promoleistung, glaube ich, komplett wieder egal. So, jemand geht mir auf die Nerven. Es gibt da einen Superstar in der Umkleide, der mir in letzter Zeit echt auf die Nerven geht. Keine Ahnung, was für ein Problem er hat, aber offensichtlich hat er eins mit mir. Bisher hat er hinter meinem Rücken über mich gelästert, wie ein hinterhältiger Fünfklässler. Huch, oh nein, man kann das nicht überspringen. Ah, doch, mit X. Hören wir ihn mal an. Wisst ihr was? Mit mir kann man doch reden. Also hören wir uns an, was er mit mir zu sagen hat. Okay? Roman Reigns, wenn du deinen Auftritt haben willst, dann komm hier raus. Da bin ich aber auch mal gespannt jetzt. Wie ein Flitzebogen. Und er kommt. Roman Reigns is coming to the ring. Lässt sich aber ganz schön Zeit, oder? Da kommt er. Alles klar, wieder Heat. Diese total authentischen Roman Reigns Ring-Moves, die so ins Publikum zeigen, so total fröhlich. Ja, da tut. Hier werde ich jetzt aber mal ein bisschen was erzählen. Easy man. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat mein letztes schon mal, dass das so doof aussah. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Weißt du, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ich hier jederzeit rauslaufen kann und mich dann dieser wunderschöne Empfang des Universums erwartet. Natürlich habe ich mir den als größter Superstar meiner Generation mehr als verdient, im Gegensatz zu dir. Und genau deshalb bin ich heute hier draußen. Wir müssen uns unterhalten. Komm hier. Ich teile zwar nicht gern, aber allein wollte ich auch nie im Sandkasten hocken. Willkommen auf meinem Spielplatz. Schau dich gerne um, fühl dich hier zu Hause, aber mach es dir ja nicht zu bequem. So, was hat er jetzt zu sagen? Warum schreist du? Hast du deine Pillen genommen? Du wirkst sehr, sehr zornig. Ich kam nur hier raus, um zu fragen, na, wie geht's, mein Freund? Okay. Hör mal, ich weiß, du versuchst wie ein kluger Kerl zu klingen und ich bin mir sicher, dass du auch ein Lob des Managements kriegst, okay? Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Worten und Taten und den werde ich dir jetzt mal direkt vorführen. Bin ich in der Promo gerade besser? Ich glaube ja. Nee, doch nicht. Roman Reigns hat ihm, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe nicht viel Geduld. Mama meinte immer, das wäre nicht meine Stärke, aber Alter, du raubst mir gerade echt den letzten Nerv und Mama mag es nicht, wenn ich durchdrehe, aber Mama ist gerade nicht hier, oder? Also wäre es, wenn ich dir vor dem versammelten Universum deinen dürren Hals breche. Mama-Kindchen, oder was? Oh, bitte lass mich darauf eingehen. Bitte als Antwortmöglichkeit irgendwas mit Mama. One of the most popular superstars in the WWE, no question. Also auf jeden Fall habe ich, glaube ich, gerade überholt in der Promo. Nee, doch nicht, habe ich nicht. Scheiße. Große Worte für einen kleinen Mann. Du bemühst dich hier um einen Kampf, von dem du weißt, dass er nicht heute stattfinden wird. Aber merk dir meine Worte. Wir werden kämpfen und zwar an einem Ort und zu einem Zeitpunkt, über den ich entscheide. Und wenn es soweit ist, tragen dich die Sunnies anschließend auf einer Bahre raus. Oh je. Hey, du bist das. Von dir habe ich schon gehört. Du bist ja berühmt. Eine Runde Applaus vom Universum für diesen Traum von einem arroganten Idioten. Wow, warum ist das jetzt von der Promo-Leistung so gut, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, was er da jetzt gesagt hat? Ja, ich verstehe schon, du willst deinen Namen machen und ich bin dein angedachtes Ziel. Ich bin mir sicher, in deinem Kopf hat das alles noch Sinn ergeben, als du dir das ausgedacht hast. Aber hier sind wir in der Realität und du tust deinem Ruf keinen Gefallen, wenn du dich übel erniedrigen musst. Wenn ich dich übel erniedrigen muss, okay. Toll. Seine Promo ist aber besser als meine. Das finde ich nicht Jod. Ach du Schande. Schau doch nur, wie zornig du bist. Dein Kopf ist ganz rot angeschwollen, wie eine überreife Tomate. Ich habe ein bisschen Angst. Explodiert dein Kopf, wenn ich ihn anfasse? Das sieht echt nicht gesund aus. Hast du schon über medizinische Hilfe nachgedacht? Schnell, jemand muss einen Arzt rufen. Das Highlight der Probe war echt, dass er über seine Mama gesprochen hat und das, was sie über ihn so erzählt hat immer. Wow. Schlechteste Probe überhaupt von beiden Seiten. Eine Promo, die nichts sagen lässt, aber er hat mich einfach mal komplett deklassiert in der Probe. Das muss man schon dann doch anerkennen. Ja, dann sehen wir mal. Ricardo Belisca Jr. trifft auf BDG. Hier holt sich BDG den Sieg. Apollo Crews trifft auf Bobby Lashley. Hier holt sich Apollo Crews den Sieg. Kin Medaro gegen Jack White. Hier holt sich Jack White den Sieg. Delta, Finn Balor, K-Dog und Murdoch in einem Fatal 4-Way-Match. Hier holt sich Finn Balor den Sieg. Die EWO trifft mal wieder auf AOP. Hier holt sich die EWO den Sieg. Seth Rollins gegen Drew McIntyre Main Event. Hier sehen wir Seth Rollins als Sieger. Und wir haben noch eine Promo von Dean Ambrose. Der wird von Baron Corbin unterbrochen. Aber Dean Ambrose behält da auch die Oberhand. Ja, dann gucken wir in die News rein. Die Rivalität zwischen Finn Balor. Ach nee, Moment, wir sind ja schon in der vierten Woche, also macht es ja gar keinen Sinn. Wir sind ja schon in der vierten Woche angekommen. Gucken wir mal die Rivalitäten. Mr. X hier unten. Wild Harlequin gegen Apollo Crews. Ja, Championship Ranking werde ich euch dann nicht zeigen. Denn dann seht ihr, wer gegen wen antreten muss. Also lassen wir das. Wir gehen dann einfach mal zu SmackDown rüber. Da haben wir Daniel Bryan, trifft auf den Iceman, in Begleitung von Rowan und Becky Lynch. Hier holt sich der Iceman den Sieg. Shelton Benjamin mit einer Promo wird von Ranko unterbrochen. Dann haben wir Ace, John, Peugeot, Samoa, Omega und R-Truth in einem Fatal 4-Way-Match. Da holt sich Samoa und Omega den Sieg.
Andrade Cien Almas trifft auf den Stormy im Begleit natürlich von Selena Vega, aber Stormy holt den Sieg. JCC Styles trifft auf den Urban Gladiator, das neueste Mitglied. Was war das denn? Die Nightmares, oder? Zumindest inoffiziell natürlich, hier sehen wir es auch. Er ist mit keinem von dem irgendwie im Stable irgendwie verbunden. So, da haben wir Wolf Hunter und Randy Orton gegen die Usos, okay. Wolf Hunter und Randy Orton holen sich den Sieg, aber da gibt es ja natürlich auch noch das Rückmatch. Dann haben wir noch Sebastian, trifft auf David Cole in Begleitung von Tracer und Walter. Hier holt sich David Cole den Sieg und ja, das war's auch schon dann mit SmackDown. Dann gehen wir mal weiter. Ja, was haben wir in den News stehen? Drei Sachen. Sebastian versucht sein laufendes Match zu verlassen, da es ihm offenbar nur um eine bevorstehende Chance auf den Titel geht. Der Champion setzte der arroganten Art seines Herausforderers ein Ende, als er ihn zwang, das Match dennoch durchzuziehen. Ace Mountain lief tatsächlich hinunter und warf ihn zurück in den Ring. Bei der direkten Konfrontation von Mustafa Ali und JCC Styles nach dem Match stieg die Spannung zwischen ihnen fühlbar an. Keiner von beiden verzog nur eine Miene, während die Menge voller Erwartung die Luft anhielt. Diese beiden Superstars warten nur darauf, endlich aufeinander losgehend herausfinden zu können, wer von beiden der bessere ist. Shelton Benjamin versuchte mit der Menge über seinen jüngsten Erfolg zu sprechen, aber El Ranco unterbrach ihn am Mikrofon, um seine eigenen Ansprüche auf bessere Chancen zu stellen. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Superstars könnte der Beginn einer aufkeimenden Rivalität sein. Ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Rivalitäten? Eine Woche noch Ali gegen Styles, 5 Wochen Mountain gegen Sebastian und ein Platz wäre frei, heißt also, wir haben hier ein bisschen was, wo es sich etwas entwickeln könnte. Jetzt gehen wir aber erstmal zu WCW rüber und schauen, was da heute so los ist. Douglas Raymond in der Promo wird vom Prinz unterbrochen. Dann haben wir Ascension wieder gegen die Fashion Victims. Hier holen sich die Fashion Victims Breezango den Sieg. Easy 3 trifft auf Ricochet, da holt sich Ricochet den Sieg. Big Show trifft auf den Demon Aces, holt sich der Demon Ace den Sieg. Wahrscheinlich wieder mit der Hilfe von Rey Mysterio. Die Heavy Machinery treffen auf die Colons. Es holen sich hier die Colons den Sieg. Dann haben wir Nakamura trifft auf den Scorpion. Es holt sich hier Nakamura den Sieg und im Main Event. Nee, Gott, das war der Main Event. Wir sehen noch zum Abschluss eine Promo von Ben Punk, der aber von Samoa Joe unterbrochen wird. So, auch hier gucken wir in die News wieder rein. 5 Sachen sogar. Durch seine Enttäuschung motiviert, rief Ben Punk den Superstar raus, den vor kurzem noch die Verliererseite gebracht hatte. Samoa Joe erschien und es entwickelte sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es scheint, dass ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden Rivalen in den nächsten Wochen bevorsteht. Scorpion startet eine Gegenoffensive gegen Shinsuke Nakamura und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Die Colons haben ein hart umkämpftes Match gegen ihre Rivalen Heavy Machinery für sich entschieden. Die Musik von Rey Mysterio wurde als Ablenkung eingespielt und so wandte sich Big Show der Bühne zu, während sein Feind ihn von hinten attackieren konnte. Ein derartiger Angriff zeigt, wie sehr dieser Superstar seinen Rivalen hasst. Er will ihm Schaden zufügen, ohne dass eine Chance auf Gegenwehr besteht. Douglas Ray betrat den Ring und rief den Hauptherausforderer vor der Menge raus, um seinem Gegner seine überlegenen Sprüche um die Ohren zu hauen und ihn so zu beeinflussen. Aber Prince antwortete selbstbewusst und ließ sich nicht einschüchtern. Die beiden Superstars müssen nun zeigen, wer von ihnen mit dem Titel aus dem Ring geht. Rivalitäten. Noch 4 Wochen Scorpion gegen Nakamura, eine Woche Heavy Machinery gegen die Colons und 6 Wochen Ray gegen Big Show. Heißt also, es wird jetzt bald was frei. Und dann hätten wir eventuell bald Ben Punk gegen Samoa Joe. Dann den Demon Ace gegen Mark Schulz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann natürlich Prince gegen Douglas Ray. Wir gehen dann mal zur nächsten Show. Wir gehen zu All Elite Wrestling rüber. Da haben wir die Hardys treffen auf die Good Brothers. Nee, es war ein Einzelmatch zwischen Jeff und Luke Gallows. Auf jeden Fall wurde anscheinend Matt ausgeschaltet. Jeff Hardy gewinnt aber trotzdem. Dann haben wir ein Tag-Team-Match zwischen Eric Young und Killian Dane von Sanity gegen Revival. Hier holen sich Revival den Sieg. Steve Raymond trifft auf Nick Bro. Es holt sich hier Nick Bro den Sieg. Der Steve Raymond ist ja noch aus unerklärlichen Gründen verletzt. Dann aber Ty Dillinger trifft auf Ale. Hier holt sich der Money in the Bank-Kofferträger den Sieg. Michael Masters mit einer Promo wird von Adam Wolf unterbrochen. Und dann haben wir noch ein Triple Threat Match mit Rusev, Kevin Owens und Cody Rhodes, wo ich dazu sagen muss, irgendwie war Cody Rhodes gar nicht mehr hier in dem Championship Ranking drin. Den habe ich jetzt mal wieder hinzugefügt. Keine Ahnung, warum Cody Rhodes nicht mehr hier war, aber irgendwie hat es auch anscheinend keiner von euch gemerkt. Es hat mir nämlich keiner den Hinweis gegeben. Ich hatte mich nämlich nur gewundert, warum wir irgendwie Cody Rhodes nie sehen. Auf jeden Fall, ja, hier der Sieg für Kevin Owens. Haben wir noch im Main Event Kenny Omega gegen Chris Jericho. Hier holt sich Chris Jericho den Sieg. Ja, dann gucken wir auch hier in die News rein. Was haben wir denn?
Noch bevor die Glocke ertönte, stürzte sich Kenny Omega direkt auf Chris Jericho und prügelte in der Ecke auf ihn ein, bis es dem Ringrichter gelang, ihn aufzuhalten. Das Match konnte fortgesetzt werden, aber aufgrund dieses aggressiven Akts war der Schaden bereits geschehen. Michael Masters betrat den Ring und rief den Hauptherausforderer vor der Menge heraus, um seinen Gegner seine überlegenen Sprüche um die Ohren zu hauen und ihn so zu beeinflussen. Aber Adam Wolf antwortete selbstbewusst und ließ sich nicht einschüchtern. Die beiden Superstars müssen nun zeigen, wer von ihnen mit dem Titel aus dem Ring geht. AJ Styles hatte genug von seinem Rivalen, ließ seiner geballten Frustration und Wut beim wilden Angriff auf Nick Bro freien Lauf. Dieser Superstar bewies mit dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Dann haben wir noch Luke Gallows und Carl Anderson versuchten, den Partner von Jeff Hardy vor der Nicht-Titel-Match mit einem Angriff hinter der Bühne auszuschalten. Der Angriff reichte nicht, um Matt Hardy aus dem Match zu nehmen. Die Belastbarkeit dieses Teams ist beachtlich, wenn der Titel auf dem Spiel steht. Ja, da haben wir noch 9 Wochen. Good Brothers gegen die Hardys. 15 Wochen Omega gegen Chris Jericho und 9 Wochen AJ Styles gegen Nick Bro. Also All Elite Wrestling ist hier, was Rivalitäten angeht, erstmal zu, so wie es aussieht. Ja, und dann würde ich sagen, wir wechseln mal zu NXT rüber und schauen, was da heute noch so los ist. Ja, wir sehen es dann. Devil of Joker gegen den Leonard an. Und Devil of Joker, beziehungsweise wir haben das auf der Karte. Entschuldigung für die Verwirrung. Devil of Joker gewinnt, dann Oney Lorcan gegen Montez Ford. Hier holt sich Oney Lorcan in... Oder mit Unterstützung von Danny Burch den Sieg. Aleister Black trifft auf Johnny Gargano. Hier holt sich Johnny Gargano den Sieg. Shayna Baszler trifft auf Candice LeRae. Candice LeRae gewinnt. Roderick Strong im Begleit von Cole gegen X-King Tobias. Es holt sich Roderick Strong den Sieg. Nike Striker mit einer Promo. War wohl nur eine Eigenwerbung. Dann haben wir im Main Event. Ja, da habe ich ja drüber nachgedacht, ob wir dieses Match beim SummerSlam zeigen. Aber diese Matchcard wird einfach sonst zu lang. Es war ja von Anfang an so geplant, dass NXT einfach die Talentshow ist. Ja, und ich muss nochmal sagen, ich bin auch echt froh, dass wir es so gemacht haben, dass es die Talentshow ist, weil nochmal das Beispiel der Punisher, der erst seit 23. Februar dabei war. Und wenn man jetzt mal überlegt, der war über eine Woche nicht aktiv, also hat er einfach mal hier knapp 2 Wochen überhaupt nur sich für das Projekt interessiert. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir das gar nicht mehr so machen, dass die Leute, die neu sind, direkt hier in die Hauptshows kommen, sondern erstmal hier wieder zu NXT. Auf jeden Fall jetzt erstmal Dan Madison gegen Dave Weder. Schwungschnell Einzug ein, los geht's. So, JoJo im Ring. Die auch mal wieder überall ist. Yippie. So, und wir warten auf den entthronten Champion, Dan Madison. Und da ist er. Hat der ein Hemd über seinem Strampler an? Das ist unbequem, oder? Stell ich mir zumindest so vor. Und jetzt kommt Batista aus ihm raus. Booyaka. Ja, wir warten auf jeden Fall, dass er beim Ring angekommen ist. So viel Zeit muss immer sein, wenn wir hier schon Matches zeigen. Zumal ich euch sagen kann, heute wird die Folge sowieso etwas abgespeckter, da morgen nämlich wieder SummerSlam ist. Und, ja, ich will da so ein bisschen dagegen wirken, dass wir die Folgen dann etwas von der Kürze oder etwas von der Länge kürzer bekommen. Weil, ja, morgen rechne ich schon bestimmt wieder so mit einer Stunde 45. Aber schauen wir mal, vielleicht geht es ja auch schneller, weil es werden auf jeden Fall auch Stipulation-Matches dabei sein. Unter anderem auch das Tag-Team-Match zwischen den Good Brothers und natürlich den Edgeheads, was ja durch... Countout endete bei der All Elite Wrestling Ausgabe und das wird diesmal auf jeden Fall nicht so sein. Diesmal gibt es keinen Countout. Sowas zum Beispiel werden wir dann morgen sehen. So, ja. Dan Madison wartet jetzt auf seinen Gegner, auf den Champion. Und da kommt er. Dave Weder. Ja, die Kamera ist natürlich richtig geil. Ich dachte, der hat gar keinen Titel. Ich war halt irritiert, den hat man am Anfang gar nicht so gut gesehen. Wegen den Lichteffekten. Kann auch an meinen Fernseheinstellungen liegen, ich weiß es nicht. Aber hab ich ihn schon erkannt. Und er breitet die Arme aus. Und macht sich dann jetzt mit einem absoluten Oberaffenzahn zum Ring. NXT Champion. Messiah of Hell. Habe ich ja schon mal gesagt, mir gefällt die Farbkombination ganz gut. Von seiner Jacke und der Hose. Ist schon cool gemacht.
Naja gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, den Titel hatte Dan Madison ja erst in der Battle Royale verloren. Dann gucken wir mal, ob er sich den zurückholen kann oder ob Dave wieder am Ende dann doch die Nase oben behält und weiterhin hier der NXT-Champion ist. Da breitet er nochmal die Arme aus. Und ja, wir alle warten natürlich auf den Matchbeginn hier bei NXT. Und ich zeige auf jeden Fall mal wieder hier, dadurch, dass wir jetzt wieder innerhalb von kürzester Zeit ein NXT-Match bekommen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man erstmal bei NXT ist. Sondern dass man natürlich die Möglichkeit hat, sich durch Aktivität für die A-Shows, also Raw, SmackDown, AEW und WCW, zu empfehlen. Oh, Dan Madison. Ey, warum ist das IWO-Logo da drauf? Ich glaube, das ist ein Bug. Weil, das war bei Tracer auch so. Der hatte nämlich ein Logo drauf gehabt, was ich so nie hochgeladen hatte. Und ich bezweifle, dass Tracer dieses Logo genommen hätte. Das war nämlich, wo ich das mal so im Singleplayer ausprobiert hatte. Also von daher tippe ich, dass das Ganze ein Bug ist. So, jetzt geht das Match dann mal los. Dann schauen wir, wer hier gewinnen wird. Dan Madison oder Dave Vader. Von den Körperproportionen muss man natürlich schon sagen, dass hier Dave Vader in der Favoritenrolle ist. Der setzt jetzt auch schon mal zum Aufgabegriff an. Ah, Madison befreit sich. So, jetzt geht es. Ja, das, da ist der Weg zu lang. Even a poll on WWE.com earlier today predicted we'd have a new champ. But at the risk of being a downer, I'll believe it when I see it. Oh, der nimmt ihn aber schon ein bisschen hier auseinander. Oh, what impact. Jetzt wieder der Reversal, Uppercut von Madison und da kommt er angeflogen. Dave Vader liegt erstmal. Reversal. Ich dachte gerade schon, jetzt schon sein Finisher. Er ist ein bisschen zu ratzfatz hier gegangen. Walking around the city earlier today, guys, the only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went, from the coffee shop to the bookstore, everybody was talking about this. Und Madison steht wieder. Aber da springt er vorbei. Den hätte er jetzt gebraucht, so als Imp. Ah, doch, jetzt kriegt er hier den Hurricane Runner hin. Hat aber Glück gehabt. Not so fast. Byron, I had a similar experience as you this morning. Nearly every person at the gym I went to was talking about this title match, and rightfully so. This is an absolutely huge match. Okay, wait, wait. Let me get this straight. Byron spent the morning at the bookstore, while you, Cole, went to the gym. Man. Lässt dann aber flitzen hier, aber da tritt er vorbei. Aber trotzdem kriegt er hier Dave Vader weiterhin unter Kontrolle, aber er zeigt keinen Move, das heißt also. Ja, jetzt gibt's den Reversal. Und German Suplex und Suplex City hier. Ne, doch nicht. Close Ender. Ich dachte schon, es gibt jetzt den dreifachen German Suplex. Und jetzt hat er was vor, was verpasst dem? Jetzt ein Chokeslam oder was wird das? Das ist ein richtig heftiger Choke. Wie er im Kopf da wippt. Aber die Befreiung von Dan Madison. Aber trotzdem wieder Dave Vader. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, das Match. Ja, jetzt gibt es nochmal den Kickout. Das ist, was ihn einer der Besten in der Business macht. Und Madison, was zeigt er jetzt? Leg Drop.
Pinfall. Aber der Kickout von Dave wieder. Ja, da gibt es jetzt auch mit dem Running Big Boot. Aber wieder der Reversal von Madison. Der Handkantenschlag hier. Wieder der Reversal von Veda. Und ja, wieder diese Suplex-Clothesline-Kombination. Nächster Pinfall. Eins, zwei und wieder der Kickout. Ich weiß nicht, ob das ein Signature ist, keine Ahnung. Aber von Erfolg war es also nicht gekrönt. Na, jetzt fällt er um. Und jetzt soll er wohl kommen, der Finisher. Nee, doch nicht. Was sehen wir jetzt? Und da gibt's den Claymore. Eins, zwei. Und das war's. Dave Vedder verteidigt also seinen Titel gegen Dan Madison. Und da war das Match schon irgendwie doch sehr abrupt zu Ende. Es gab keinen Widerstand mehr. Oder keinen Payback. Und es gibt auch keine Sequenz. Jetzt kriegt er hier den Gürtel vom Ringrichter wieder übergeben. Oh, tut mir leid von Dan Madison. Das ist dann leider jetzt auch der letzte Platz hier im Championship Ranking. Aber so sind halt leider die Regeln. Dave Vedder weiterhin die Nummer 1 von NXT. Sind wir mal gespannt, wer dann sein nächster Gegner hier wird. Und ja, wer ihn vielleicht dann bei seinem Kreuzzug die Road to A-Show stoppen kann, muss man sozusagen. Ja, wir gucken noch an, wie er gerade hier rumläuft. Und dann gehen wir mal zurück ins Menü. So, dann gucken wir nochmal hier in die News rein. Was haben wir denn? Nur zwei Sachen. X-King Tobias startet deine Gegenoffensive gegen Roderick Strong und beglich damit die Berechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Das WWE-Universum hat Oney Lorcan und Danny Burch nach dieser aggressiven Aktion ausgebuht. Die Menge ist enttäuscht davon, dass diesen Superstars jedes Mittel recht ist, um ihre Rivalen zu schlagen. Rivalitäten. Da haben wir 5 Wochen noch zwischen Tobias und Roderick Strong. 11 Wochen Rowan Hansen gegen Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und 11 Wochen Birch und Lorcan gegen die Street Profits. Ich kann nicht mal sagen, wir werden das Ganze wahrscheinlich hier dann abbrechen. Zumindest eine von den Tag-Team-Fäden, weil es ist halt kein Abonnent drin. Und das sollte eigentlich schon, so eine Rivalität sollte schon für die Abonnenten verfügbar sein. Ja, hier gucken wir uns aber auf jeden Fall dann die Rankings an. Weil ja NXT kein Bestandteil sein wird von dem SummerSlam Pay-Per-View. So, dann natürlich die Frauen und die Tag Team Division. Dann gehen wir mal zu Main Event rüber und gucken, was da noch passiert. So, Mark Barrett trifft auf den Death Psycho, der jetzt Einzelwrestler ist. Mark Barrett gewinnt. JCC Styles trifft auf den Ace. Hier holt sich JCC Styles den Sieg. Stormy trifft auf El Ranko. Hier holt sich Stormy den Sieg. Urban Gladiator gegen Samoan Omega. Hier holt sich Urban Gladiator den Sieg. Xubix trifft auf Tiger Black. Es gewinnt Xubix. Und dann haben wir noch ein Tag Team Match mit dem Black Dragon, Dark Magic und Becky Lynch als Managerin gegen Wild Harlequin und Ella Lil und BDG natürlich. Und die Black Invasion holt sich den Sieg. Crazy Virgil trifft auf den Delta Demon im Main Event. Meine Wenigkeit als Manager. Hier holt sich Delta Demon den Sieg. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Kein Power Ranking, da die Ingame-Woche natürlich noch nicht beendet ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Natürlich würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mir dort überall ein Follow oder ein Abo hinterlassen würdet und natürlich auch ein Abo auf meinem YouTube-Channel hinterlassen. Jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse. Wer hier mitmachen will, ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt. Es wird jetzt nach dem SummerSlam wieder neue Leute hier bei NXT geben, weil ich jetzt auch wieder Platz habe und die Warteliste etwas abarbeiten kann. Ich würde mich auf jeden Fall weiterhin freuen, wenn ihr euch Charakter erstellt und die Community halt hochladet. Jetzt bin ich mal raus. Bedanke mich mal ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.